Wir brauchen Modelliermasse. Drücke sie etwas zusammen. Hm, sieht aus wie ein Brötchen. Schieb sie in den Ofen. Unser Brötchen ist fertig. Käse, Tomaten, Kopfsalat. Hey, isst das nicht? Nimm einen Keks. Und decke es mit dem Brötchen obendrauf ab. Stylische Hausschuhe. Ich habe Sandwich-Pantoffeln bestellt. So cool und bequem. Ich muss sie meinen Followern zeigen. Oh, yummy. Na, dann lass es uns mal versuchen. Igitt, das ist ja furchtbar. Ich muss gehen, bevor ich erwischt werde. Hallo, Follower. Ich habe schicke und bequeme Sandwich-Pantoffeln bestellt. Oh. Es sieht so aus, als ob eine davon einen Defekt hat. Der Umtausch ist ganz einfach. So viele Materialien. Wir werden diesen Ordner brauchen. Zeichne eine Brille. Male die Details. Ein ausgezeichneter Rahmen aus Schaumpapier. Unsere coole Brille ist fertig. Oh yeah, yeah, yeah. Ben macht den ganzen Tag Livestreaming. Sie hat tausende von Followern. Und sie ist super cool. Hey Leute, so fängt mein Tag an. Ich mache mein Make-up. Cool. Yes. Dieser Park hat definitiv etwas für die Abonnenten. Meine Eiscreme. Nice. Und du bist unglaublich. Woohoo! Willst du dein Glück probieren? Gute Idee. Meine Follower werden es bestimmt mögen. Lass uns mit Spielzeug anfangen. Juhu! Nur der Glückliche kann den Hauptpreis gewinnen. Naja, ich kann es ja mal versuchen. Oh ja! Hubschrauberflug! Der war gut. Goodbye! Zeichne Stücke wie dieses auf Schaumpapier. Schneide die Details aus. Fülle die Mitte mit Gelpolitur. Trockne sie. Zeichne ein Froschgesicht. Füge die Details zusammen. Lass uns eine Kette hinzufügen. Was für ein süßes Accessoire. Diese exklusiven Handtaschen werden im Laliland verkauft. Hallo, ich will etwas, das sonst niemand in der Stadt hat. Schauen Sie sich das an. Hm. Nein, das ist es nicht. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar andere einzigartige Handtaschen. Oh, was ist das? Die ist perfekt. What? Wow, stopp. Wo wollen Sie denn hin? Sie springt. Helfen Sie mir, sie zu fangen. Wow, ich bin so glücklich. Schönen Tag. Wie kann ich jetzt hier alles aufräumen? Ah, meine Haare. Lalilu. Lass es jetzt trocknen. Das ist noch nicht alles. Nimm den gelben Schleim. Mache Stränge daraus. Lass sie nun trocknen. Befestige sie am Kopf. Fertig. Thank you. Rette mich. Ich habe mich in einem Haufen Haare verheddert. Tu etwas. Oh my gosh. Jetzt lassen wir uns was einfallen. Okay. Ich habe es geschafft. Schau. Du hast mich gerade gerettet. Danke. Hm, welches sollen wir nehmen? Das Rosane. Zeichne ein Visier aufs Schaumpapier. Klebe dieses Visier auf eine Halbkugel. Die Details sind fertig. Befestige es an der Mütze. Dann gib mir bitte eine Dose Sprite.
Oh, diese Rohre werden sich als nützlich erweisen. Verbinde sie mit den Dosen. Jetzt kannst du dein Lieblingsgetränk genießen. Der erste Rollerblading-Wettbewerb dieser Saison beginnt. Emmy und Ray werden um den Preis kämpfen. Möge der stärkste Teilnehmer gewinnen. Emmy, du schaffst es. Ray ist der Beste. Ready, set, go! Wasser wäre schön. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Moment! Oh, danke! Ray nähert sich der Ziellinie. Aber Emmy ist nicht weit dahinter. Das passiert zum ersten Mal in der Geschichte des Rollerblading-Wettbewerbs. Wir haben zwei Gewinner. Ihr teilt euch die Trophäe. Sieh dir diese Farbe an. Die Schnittmuster sind fertig. Nähe die Details. Mache eine Kugel aus Modelliermasse. Setze den Kern ein. Unsere Avocado ist fast fertig. Das ist das Kleid. In diesem Laden kannst du alles finden. Sogar ein Kleid für eine Kostümparty. Oh. Es gibt nur ein Problem. Ich sehe, Sie haben die Qual der Wahl. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht, was mir passen könnte. Kein Problem. Hier ist das Kleid. Eine perfekte Avocado. Ja, das ist schön. Thank you. Ciao. Die Party ist in vollem Gange. Hey, was für ein cooles Outfit. Thank you. Alle sehen so kreativ aus. So viele Servietten. Ich glaube, wir können etwas Tolles daraus machen. Mache die Rolle aus dem Rohr. Füge eine Kette hinzu. Die extravaganten Ohrringe sind fertig. Hello. Hier ist Ihr Tisch. Nice. Schatz, ich möchte dir etwas zeigen. Wow, wie ungewöhnlich. Ich liebe es. Sind die aus Servietten gemacht? Ja, das ist ein heißer neuer Trend. Ihr Essen ist fertig. Es ist köstlich. Probier mal. Ups, keine Sorge. Ich habe meine speziellen Ohrringe. Sehr praktisch. Eure Getränke. Ups, ich habe sie ein wenig verschüttet. Keine Sorge. Danke, Schatz. Das ist so ein tolles Geschenk. Ah, ich habe nichts zum Anziehen. Wir können es reparieren. Wickle die Beine ein. Bedecke sie mit Glitzergel-Politur. Trockne sie eine Minute lang. Diese schimmernden Stiefel haben genau die richtige Größe. Wow. Wow, Reißverschlüsse sehen cool aus. Wunderbar. Juhu, danke, Lalilu. Sieh an, sieh an. Was gibt's Neues? Schönes Sweatshirt. So viele süße Sachen. Es wäre schön, Schuhe zu finden. Was ist das denn? Wow. Wer hat diese schönen Stiefel verschenkt? Ich werde sie anprobieren. Wo ziehst du mich hin? Halt! Ich habe keine Zeit. Keine Schuhe also. Plastik wird sehr nützlich sein. Zeichne die Teile für die Maske. Mische verschiedene Farben von Slime. Gib nun den Slime in die Maske. Verteile alles. Schön und bequem. Ich bin wirklich müde. Es war ein langer Spaziergang. Diese Ringe unter meinen Augen. Das stimmt. Ich habe eine Wundermaske. 20 Minuten und ich werde mich wieder gut fühlen. Good. Die Katze hat Veränderungen bemerkt. So
so ist es besser. Jetzt kann ich zum Einkaufen gehen. Auch die Katze beschloss, sich zu entspannen. Yeti, können wir uns deinen Umhang ausleihen? Schneide zwei Halbkreise aus. Unser Hut ist fertig. Ein kleines bisschen Magie. Die Hasenohren sind fertig. Lass uns einen Ballon hineinstecken. Ich verstehe. Befestige eine Plastikpipette an der Kugel. Nun ist es nicht mehr nur ein Hut. Diese Ohren können sich bewegen. Überraschung. Oh, das ist aber schön. Und wir haben auch Geschenke bekommen. Seht mal, was da drin ist. Okay. Ah, ich wollte diese Mütze schon lange haben. Ihr seid die Besten. Es ist toll, Freunde zu haben. Nun, was brauchen wir? Einen Plastikspender. Trenne ein Detail ab. Wir müssen die Seiten polieren. Füge Metallseiten hinzu. Die Knöpfe fangen an zu funkeln. Befestige einen Draht mit einem Stecker. Die Puppe hat uns eine Haarbürste gegeben. Wir können sie als Düse benutzen. Mit dieser Haarschneidemaschine ist es ganz einfach, jede Frisur zu machen. Elsa chillte gerade in ihrem Schloss, als plötzlich ein panischer Yeti hereinkam. Bitte hilf mir! Ich habe mir im Winter einen schönen Schnurrbart und einen Bart wachsen lassen. Ich habe versucht, ihn allein zu bürsten, aber mein Kamm ist in meinem Fell stecken geblieben. Oh, das ist ein großes Problem. Lass uns gemeinsam versuchen, ihn herauszuziehen. Ah, er steckt fest. Sorry. Oh, ich bin so traurig. Das solltest du nicht sein. Eine Haarschneidemaschine wird dir helfen, die überflüssigen Haare loszuwerden. Lass uns deinen Bart trimmen. Und das war's. Wir haben auch den Kamm und den Bart entfernt. Aber was ist mit dem Schnurrbart? Aber mit einem Schnurrbart sehe ich viel ernsthafter aus. Natürlich. Barbier Olaf ist dir zu Diensten. Danke, Kumpel. Wir brauchen ein Gehäuse von einem alten Bleistiftanspitzer. Entferne ein Teil. Male das Detail rosa an. Füge einen Boden aus Schaumpapier hinzu. Die Zeitschaltuhr ist hier. Setze eine Glühbirne ein. Jetzt bekommen die Puppen eine herrliche Maniküre. Die Prinzessinnen machen einen Mädelsabend. Sie blättern in Zeitschriften und unterhalten sich. Oh Mädels, seht mal, da ist eine Anzeige für eine neue Maniküre-Lampe. Wir müssen sie bestellen. Aha. Natürlich, jetzt rufen wir diese Nummer an. Hier, schreib sie auf. Ich habe sogar eine Maniküre-Idee. Hallo, ich möchte eine Lampe bestellen. Der Esel lieferte sofort das Produkt. Ja, es kommt direkt aus dem Königreich, weit, weit weg. Der Gel-Nagellack ist ein Geschenk für neue Kunden. Ist das nicht wunderbar? Ich fange an. Das ist die Farbe des Meeres. Die hier? Oh ja, meine Lieblingsfarbe. Yes. Deine Nägel kommen in die Lampe. Ja, das sieht toll aus. Yay! Dann machten sie sich alle die Nägel. Die Schönheitsbehandlung brachte die Freundinnen noch näher zusammen. Wir brauchen einen Teil eines Kabels. Ein Stecker wird für die neue Bastelei verwendet. Male ein Gummiteil an. Der Fisch bewacht die Perlen. Lass Lalilu sie nehmen. Hau ab! Mach eine silberne Düse für den Lockenstab. Das sieht so interessant aus. Befestige ein Kabel und füge dann einen Stecker hinzu. Und wir brauchen An-Aus-Tasten. Der Schönheitssalon Lalilien wartet auf Kunden. Hallo, meine Haare sind in einem schrecklichen Zustand. Hilf mir, sie wieder in Ordnung zu bringen. Bitte setz dich. Oh, was soll ich wählen? Lass uns alles ausprobieren. Was immer du brauchst. Die Experimente begannen. Grüne Haare. Lila Farbton. Wow. Oder vielleicht ein viktorianischer Stil? Wie wäre es mit einer Hochsteckfrisur? Lass uns einen Bob schneiden. Yes. Ich will mehr Locken. Okay, lass uns ein neues Beauty-Gadget testen. Die Friseurin macht perfekte Locken. Oh, es gefällt mir. Yay. Ich will es meinen Freundinnen zeigen. Danke. Bis dann.
Es stellt sich heraus, dass ein Lockenwickler ein wunderbares Gerät ist. Schneide eine Schablone wie diese aus. Das ist eine Schachtel für Haarfärbemittel. Falte sie. Ein Strohhalm verwandelt sich in ein Rohr. Drücke die Seite. Klebe ein Etikett und eine Tülle auf. Ein Behälter zum Auftragen von Haarfärbemitteln ist enthalten. Wir haben ein komplettes Set zum Färben der Haare. Eine Superheldin zu sein ist nicht einfach. Viele stressige Situationen hinterlassen ihre Spuren. Oh nein, Ladybug hat graue Haare. Oh. Es sieht trendy aus, aber ich will eine gleichmäßige Farbe. Hallo Antonio, nimm ab. Ja, Schatz, ich hab's, ich komme. Wer muss sich die Haare färben? Antonio, sieh nur, es sind graue Haare. Das ist gar nichts. Mein Haarfärbemittel macht das wieder gut. Gut, lass uns die richtige Konsistenz finden. Verwende Alufolie für die einzelnen Stränge. Wir müssen nur ein bisschen warten. Voila, sieh dir das an. Wow, deine Arbeit ist immer die beste. Natürlich, das ist der perfekte Farbton. Die arme Nancy und die reiche Vivian kamen in einen Schönheitssalon, um sich die Nägel machen zu lassen. Oh, ich werde mir endlich die Nägel machen lassen. Ich bin bereit, meinen letzten Dollar dafür auszugeben. Nur 10.000? Meine Nägel kosten noch mehr. Die Nageldesignerin ist verwirrt. Das ist ein ganz schöner Kontrast. Ich werde versuchen, das Beste für beide zu tun. Oh, deine Hände brauchen Pflege. Was soll ich tun? Ich bin pleite. Okay, zeig mal, was du kannst. Ich mache jeden Tag Wellnessbehandlungen. Ich verstehe. Such dir ein Design aus. Das ist nicht gut. Ich brauche den teuersten Goldbarren. Okay. Tut mir leid, aber ich kann nur für einen Dollar ein Design aus alten Zeitungen machen. Schon gut, ich vertraue dir. Das Ergebnis ist erstaunlich. Genial. Meine Nägel sehen so schön aus. Jetzt werde ich mich um deine Maniküre kümmern. Goldnägel zu machen ist eine sehr heikle Aufgabe. Wow. 10.000? Kein Problem. Hier. Danke. Und mein Dollar. Die Nageltechnikerin machte zwei schöne Designs, bekam gutes Geld und stellte ihre Kunden zufrieden. Wir brauchen einen Spender. Schneide die Tülle ab. Die Maniküre ist fertig. Wir brauchen noch einen Teil einer Nagelfeile. Verbinde den Schrubber mit einem Griff. Es ist ein doppelseitiges Werkzeug. Der Schrubber macht deine Fersen perfekt. Die Fee eröffnete ihren eigenen Schönheitssalon. Fiona, willst du eine neue Frisur? Heute nicht. Siehst du, Shrek vergisst immer, seine Füße zu pflegen. Wo hast du mich hingebracht? Keine Sorge, es wird dich noch schöner machen. Hoho, so viel Arbeit. Es ist genau die richtige Zeit für eine Schönheitskur. Ich muss alle meine Werkzeuge benutzen. Aber auch die bringen keine Ergebnisse. Was habe ich noch übrig? Oh, einen magischen Schrubber. Der schafft sogar Shreks Füße. Ein paar Bewegungen und die Füße des Kunden sind blitzsauber. Das kitzelt. Was für ein tolles Ergebnis. Sieh dir das an. Wow, wunderschön. Und ich hatte Spaß. Danke, Fee. In den richtigen Händen kann ein Schrubber Wunder bewirken. Schneide einen Strohhalm zu. Welchen Pin wählen wir? Mache einen Spender aus Details. Ein Spray für Sommersprossen ist der letzte Schrei in der Kosmetik. Ein Druck und du siehst sonnengeküsst aus. Anna und ihre Freundin saßen auf einer Bank. Tolles Wetter, oder? Anna, du hast so viele Sommersprossen. Ich habe schon immer davon geträumt, Sommersprossen zu haben. Du hast so ein Glück. Ich werde rot. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Was ist das? Ich liebe neue Sachen. Ein Sommersprossenspray. Jetzt wirst du es selbst sehen. Wow, die sehen echt aus. Ich liebe es. Es ist, als wären wir Schwestern. Mädels, ich habe euch Eis und Cocktails mitgebracht. Wow, bekommt ihr alle Sommersprossen von der Sonne? Jetzt bin ich dran. In der Schminktasche sind ein paar Ohrstöpsel. Das brauchen wir nicht. Male die Details mit einer hellgrünen Farbe an. Sie sehen aus wie Blätter. An den Enden befinden sich blumenförmige Perlen. Füge einen Hebel hinzu, mit dem du ihn einschalten kannst. Fertig ist das Massagegerät für jemanden, der die Natur liebt.
Wenn der Frühling kommt, verbringt Oma ihre ganze Zeit im Garten. Sie wird schnell müde. Oh. Blumen zu pflanzen ist nicht einfach. Sie muss sie gießen. Oh, der Eimer ist schwer. Mein unterer Rücken tut weh. Oh. Oma, geht's dir gut? Hm? Meinem Rücken geht's nicht mehr gut. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Isabella benutzte ihre Gabe, um ein wunderbares Massagegerät herzustellen. Meinst du, es funktioniert? Hm. Mal sehen. Isa gab ihr eine Massage. Diese Prozedur gab Oma eine Menge Energie. Hey, ich hab's noch drauf. Oh, oh mein. Danke, Schatz. Jetzt wirft Alma mit Leichtigkeit schwere Dinge in die Scheune. So stark war ich nicht einmal, als ich noch jung war. Oma, du steckst voller Überraschungen. Nun, was ist in dem Federmäppchen drin? Ein Bleistiftspitzer mit der perfekten Form. Glätte die Oberfläche. Wir brauchen blaues Plastik, um Einlegeböden zu machen. Male den Deckel permutblau an. Die Schachtel ist fertig. Wir müssen nur noch die Hälften zusammenfügen. Füge einen Griff hinzu. Dekoriere die Schlaufen mit Halbperlen. Bringe ein paar Beine an. Und wir brauchen bunte Aufkleber. Das Pflegeset verdirbt nicht in den Regalen des Schönheitskühlschranks. Olaf und Elsa hängen zusammen ab. Unser Lieblingsmodemagazin. Hast du schon von den neuen Sachen gehört? Freunde, ich habe eine Lieferung für euch. Ein Mini-Kühlschrank mit trendiger Hautpflege. Ja, ich habe auf die Gelegenheit gewartet, ihn zu benutzen. Yes. Schauen wir mal, was da drin ist. Wow, da sind so viele Sachen drin. Oh. Schnell, setz mir diese Maske aufs Gesicht. Und jetzt ich. Wir sehen hübsch aus. Leute, ich brauche eure Unterschrift. Ups, bin ich zur falschen Zeit gekommen? Hatschi. Igitt, was ist das? Eine neue Maske erfrischt die Haut. Oh, okay, ich mache eine Pause und komme zu euch. Juhu, es ist eine Schönheitsparty. Wow. Das Silikonmäppchen wurde durch Lalilu-Magie aktiviert. Es verwandelt sich in einen Rucksack. Verbinde die Vorder- und die Rückseite. Auf der Rückseite befindet sich ein Silikonriemen. Mit diesem Knopf bleibt alles drin. Puppet-Rucksäcke sind heutzutage so trendy. Auf dem Weg zur Schule bemerkte Gabriella einen Hügel und konnte nicht wegbleiben. Ich habe noch Zeit, um zur Schule zu kommen. Ich werde es schaffen. Juhu, los geht's. Oh, das ist nicht sehr schön. Was, wenn ich auf meinem Rucksack runterrutsche? Ja, das ist viel besser. Sie genießt es. Das ist definitiv mein Lieblingsrucksack. So viel zum Thema Multifunktionalität. Gabriella kann riesige Seifenblasen machen. Und mit dem restlichen Kaugummi können wir alles Mögliche machen. Dieses Mal machen wir ein Puppet. Toll, ich mache einen Schlüsselanhänger daraus. Füge einen Ring und einen Karabiner hinzu. Gabi beschloss in der Pause, ihren Spind zu durchsuchen. Wo ist mein Lieblingspuppet? Oh, ich habe den Schlüssel gefunden. Lass ihn uns öffnen. Oh nein, vorsichtig. Alle ihre Puppets und Simple-Dimples fielen heraus. Ups, die habe ich nicht so gut organisiert. Das kriegen wir schon wieder hin. Zuerst drückte Gabi alles mit den Händen zusammen, dann mit der Schulter und dann mit den Beinen. Hier, so ist es schon viel besser. Oh, ich hoffe, der Wachmann hat nichts bemerkt. Nimm Maß für eine Manschette. Wir brauchen sie für ein einzigartiges Puppet-Armband. Male silberne Perlen Regenbogenfarben an. Klebe sie auf. Das Puppet ist immer in Reichweite der Hände. Da ist die Glocke. Na, haben wir Zeit zum Spielen? Natürlich, lass uns rennen. Die Mädchen legten viele Spielsachen auf die Bank und begannen zu spielen. Ein Junge kam vorbei. Die beste Unterhaltung für ihn ist es, an einer Stange zu hängen. Hey, Johnny, mach mit. Versuch doch mal, kopfüber zu hängen. Das ist viel interessanter. Ja, das ist so cool. Aber warum willst du nicht mitspielen? Ha, mein Papa ist immer dabei. Wow. Ich mag es nicht, wenn es einen Haufen Sachen gibt. Oh, und ich habe eine andere Lösung. Große Stiefel. Hier bekommt jeder ein Simple Dimple.
Aber mit einem Armband ist das natürlich nicht zu vergleichen. Gabby jagt ein Monster. Ups, er hat seinen Sacknapf verloren. Wir brauchen einen Strohhalm. Schneide ein Stück von einem Gummiband ab und vervollständige den Ring mit Saugnäpfen. Wenn du darauf drückst, machen die Schnapper ein lustiges Geräusch. Es hat geklingelt, wir müssen uns beeilen. Gabby saß an ihrem Schreibtisch. Gabby, du bist schon wieder zu spät. Wie immer. Ups, ich wurde erwischt. Ich muss mein Heft herausnehmen. Oh nein, wo ist mein Stift? Oh, ich habe ihn gefunden. Und Gabriella fing an zu malen, Poppets und Simple Dimples. Gabby, was machst du da? Oh, ich? Nichts. Nimm deinen Stift und sei das nächste Mal vorsichtiger. Thank you. Sobald die Lehrerin anfing, über das Unterrichtsthema zu sprechen, begann Gabriella mit den Schnappern an ihrem Arm zu spielen. Schnapp, schnapp. Gabriella, geh an die Tafel. Sofort. Sie stand auf. Sag mir bitte, was unsere Hausaufgabe für heute war. Ich verstehe. Du bleibst heute nach dem Unterricht noch da. Der Simple Dimple sagte schnapp, schnapp, schnapp. Legen wir es zur Seite. Machen wir Öffnungen. Das ist ein Schreibtisch-Organizer, wow. Jetzt sind alle Stifte an der richtigen Stelle. Das ist so praktisch. Der Unterricht war endlich vorbei und Gabby kam nach Hause. Puh, das war so schwer. Jetzt kann ich malen. Endlich. Sie nahm einen Bleistift. Es wurde ein schönes Simple Dimple. Wow. Sie war definitiv von ihrem Schreibtischorganizer inspiriert. Juhu, es ist fertig. Ich schneide es jetzt aus und zeige es meiner Mutter. Mama, schau mal, was ich gezeichnet habe. Schaumpapier verwandelt sich in eine Lunchbox. Der Boden und die Seiten sind schon da. Und hier ist der Deckel. Trenne die Sektoren und setze die Halbperlen als Blasen ein. Mit der bunten Ananas mit grünen Blättern kannst du dein Essen mitnehmen, wohin du willst. Es ist ein schöner Tag. Die Mutter hat eine schwierige Aufgabe am Morgen, ihre Töchter zu füttern. Aha. Die Jüngere isst gerade ihr Müsli mit Milch. Peggy, soll ich dir etwas zu essen einpacken? Mama, ich will das nicht. Komm schon, schau mal, was für eine schöne Brotdose du hast. Mama, mach dir keine Sorgen. Ich packe das Mittagessen für meine Schwester selbst ein. Sie fand eine Tüte Tatenmüsli hinein und fügte Milch hinzu. Die Tüte hat es nicht geschafft. Ups, sie ist ausgelaufen. Ich glaube, diese Ananas wird uns noch nützlich sein. Und Peggy ging mit einem leckeren Mittagessen in die Schule. Bye. Ein Blatt Schaumpapier und Halbperlen. Das ist ein perfekter Anfang für eine Hülle. Klebe Blasen in Reihen auf die Außenseite. Nimm einen Pinsel und fang an zu malen. Wow, ein Regenbogen. Setze ein Lesezeichen an die richtige Stelle. Dieser Umschlag wird dir helfen, deinen Stress beim Lernen abzubauen. Unsere Schule hat sehr strenge Regeln. Du musst alle deine Spielsachen beim Wachmann abgeben. Keine Ausnahmen. Aber Gabby gab nicht auf und fand einen Weg, dieses unfaire System zu umgehen. Aha. Guten Morgen, junge Dame. Zeig mir bitte deinen Rucksack. Ja, natürlich. Schau, da ist nichts drin. Und was ist das? Ein Poppet? Ah nein, das ist mein Schulbuch. Das ist komisch. Was soll ich tun? Nun, ich gehe in den Unterricht. Auf Wiedersehen. Bye. Der Wachmann war verwirrt. Gabby rannte fröhlich zu ihren Freunden. Wow, wie hast du es geschafft, dieses Poppet reinzuschmuggeln? Ich habe ihm gesagt, dass es mein Schulbuch ist. Das hat geklappt. Schneide aus einer Plastikmappe einen Kreis mit gewellten Kanten aus. Ein Spielzeugfeuer wärmte unser Modellierwerkzeug auf und wir machten Grübchen. Male die Palette weiß an und male jede der Nachfüllungen in einer anderen Farbe an. Lass uns Poppet-Basteleien mit Farben machen. Der Malkurs beginnt. Die Lehrerin hat schon gewartet. Kinder, nehmt eure Staffeleien und Materialien mit. Heute werden wir ein Stillleben malen. Aha. Es ist sehr bequem, mit Bleistiften zu zeichnen, aber es sieht nicht sehr bunt aus. Das erste Mädchen zeichnete ein buntes Bild. Schau dir diese Farben an. Das ist so kreativ. Oh, warum kann meins nicht so aussehen? Oh, du bist wirklich talentiert. Aber mit Bleistiften bekommst du keine leuchtenden Farben hin. Versuch es mit Farben. Thank you. Ja, schau, das ist viel bunter. Wow, das hast du toll gemacht. Das ist ein Meisterwerk. Und du hast es auch toll gemacht. Das habt ihr beide toll gemacht. Glückwunsch zu eurem ersten Bild. Schneide Blätter aus Pappe aus und falte sie in der Hälfte.
Wir haben ein buntes Notizbuch gemacht. Knete die Modelliermasse und füge Kreise hinzu. Ein pastellfarbenes Puppet wird auf dem Umschlag zu sehen sein. Bedecke es mit Hochglanzpolitur. Und wir können Kunstwerke auf bunten Seiten machen. Johnny liebt Basketball. Er ist der Mannschaftskapitän. Er trainiert die ganze Zeit nach dem Unterricht. Johnny, hi! Hey! Oh, Amy, was gibt's? Amy zeigt ihr neues Notizbuch vor. Wow! Cool, es schnappt wie ein Puppet. Weil es ein Puppet-Notizbuch ist. Es ist Zeit, zum Training zurückzukehren. Gib mir einen Ball, ich werde versuchen, ihn zu werfen. Amys Wurf war legendär. Ein perfekter Wurf. Ja, du machst es toll. Danke, das kam unerwartet. Möchtest du in unserem Team mitmachen? Okay. Schaumpapier und einen Reißverschluss verbinden sich zu einem Federmäppchen. Schneide Pappstreifen und Strasssteine aus. Der Regenbogen berührte die Details und sie wurden super bunt. Jetzt werden die Klassenkameraden das Puppet-Federmäppchen bestimmt nicht mehr mit ihren Federmäppchen verwechseln. Wenn ihr zu spät kommt, setzt euch hin. Die Freunde setzten sich an ihre Tische und begannen zu reden. Sie haben sich immer viel zu erzählen. Amy, hast du etwas Wichtiges? Das Mädchen stand schnell auf und ihre Stifte fielen auf den Boden. Ups, peinlich. Während Amy ihre Stifte aufhob, bemerkte sie das Federmäppchen ihrer Freundin. Was für ein geniales Puppet. Lasst uns spielen, solange Mrs. Spots es nicht sieht. Du kannst es haben. Thank you. Mädels, ihr habt in der Pause Zeit zum Reden. Und jetzt wirft Amy ihr einen Luftkuss als Dankeschön für das Federmäppchen zu.